Jo Leute, willkommen auf dem wunderschönen Planeten Poketaru, obwohl doch nicht mehr ganz so wunderschön. Drax Hydroernte, die da rumfliegen, sind nämlich hier, um das ganze Wasser aus dem Ozean abzusaugen für ihren eigenen Planeten. Und wir haben jetzt hier Grimms Bruder getroffen. Schnell, bevor noch mehr Telepathopus kommen. Ja, es gibt ja auch Telepathopus, aber die lassen jetzt keine Hirne fallen. Ja, das ist Felton, der Bruder von Grimm, und der möchte uns gerne helfen. Der will uns seinem Techniker bringen, unser Schiff aufzurüsten, damit wir gegen diese Dinger kämpfen können. So, dann fahren wir los. Wie geht's dem alten Grimm denn so? Hab nicht viel von ihm gehört, seit wir aus der Polaris-Galaxie hergezogen sind. Er hatte eine Werkstatt, oder? Ja, Felton. Ist zwar klein, aber ziemlich cool. Wir machen hauptsächlich Hover-Umbauten, Protonreinigungen, solche Sachen. Und jetzt gehörst du zu den galaktischen Schutztruppen. Grimm muss sehr stolz sein. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich sollte ihm bei einer Protonreinigung helfen, aber ich musste dringend weg. Ich hoffe, er ist nicht allzu sauer auf mich. Ach, er kommt schon klar. Du beschützt immerhin die Galaxie. Was ist dagegen schon eine Protonenreinigung? Zu meinem Freund ist es nicht weit. Er wird dir helfen können. Ich habe ja die Vermutung, dass eventuell Big L dieser Techniker sein könnte, aber vielleicht ist es doch jemand ganz anderes. Mal sehen. Na toll, die Brücke ist eingefahren. Diese Blag versauen mir noch den ganzen Angelausflug. Sei so gut und sieh nach, ob du sie von drüben aus aktivieren kannst. Danke. Na los, jetzt ist es nicht mehr weit. Das ist nicht gut. Sieht aus, als hätten die Blag die Stadt erreicht. Kogloiden lassen sich offenbar nicht so leicht unterkriegen. Wir können nicht zu meinem Freund, bevor die Bodentruppen ausgeschaltet sind. Wir sind dran. Bleib hier und pass auf dich auf. Ich glaube, das waren jetzt alle. Ich orte noch einen Brückenkontrollschalter in der Nähe. Aktivieren wir ihn, damit Felton nicht zurückbleibt. Komme! Tut mir leid, ich bin nicht der Fitteste. Da, da drüben! Die Poketaru Tiki Lounge und Karaoke Bar! Mit etwas Glück ist mein Ingenieursfreund dort. Wer ist dein Freund? In meinem Holospielforum nennt man ihn Big L. Oh, den kennen wir. Haben ihn in Alero City getroffen. Netter Kerl. Etwas sonderbar. Ja, typisch Al. Aber in Sachen Aufrüstungen ist er der Beste. Wusste ich doch, dass es Big Al ist. Ich habe das schon die ganze Zeit vermutet, weil er zuletzt gesagt hat, ja, der ist wegen so einer Comic-Buch-Messe hier oder wie auch immer. Das kann da nur er sein, weil der ist ja der übelste Nerd. Und oh mein Gott, da vorne ist hier wieder so ein Riesenvieh. Du bist eine Krankheit und Mr. Zorkon ist das Heilmittel. Tut mir leid, gut gemacht.
Okay, gehen wir rein. Hey Al, machst du mal auf? Dies ist deine Passwort. Ach, komm schon. Muss ich es echt sagen? Wie du willst. Ich habe Lexi Orions komplette Sammlung hier und kann alles singen. Titel für Titel. Na gut. Sei gegrüßt, Big Al, der Eroberer. Weiter. Der Ruhm deiner Stufe 20 Zauberkunst leuchtet heller als der vierte Stern des Julius Major. Hey, Ratchet, Clank! Die Galaxie ist ein Dorf. Wie geht's der lieben Cora denn so? Ah, ihr geht's gut. Hör zu. Wir sind hier, um die Hydro-Ernte zu zerstören. Kannst du helfen, unser Waffensystem an Bord aufzurüsten? Den galaktischen Schutztruppen helfe ich doch gerne. Wie wär's mit einem Tesla-Schubwaffenset? Es verwendet polarisierte Elektroemitter, um den Antrieb um 128,7% zu erhöhen. Selbst die Raritaniumhüllen können es damit nicht aufnehmen. Klingt genau nach dem, was wir brauchen. Geh du voran. Wir geben dir Deckung. Na bitte, haben wir ihn also nach langer Zeit mal wieder getroffen und... Ey, die voll geil hier drin sind Fanguinen! Voll cool! Und die Typen aus, ich weiß nicht wie die heißen, das sind die aus All for One. Hab ich mir leider nicht gemerkt wie die heißen, aber voll cool, dass die in dem Spiel überhaupt vorkommen. Solle technisch trifft man die viel, viel später erst. Ich habe alles Mögliche, um Helden noch heldenhafter zu machen. Sieh dich um! Ist Raritanium nicht etwas Feines? Ja, durchaus. Aber nur, wenn man wirklich genug davon hat. So, von Tiki-Lounge hier. Ich finde das so cool, dass es euch hier in dem Spiel überhaupt gibt. Schade, dass ich mit euch nicht reden kann. Ihr seht ja irgendwie alle gleich aus. Jeder von den Männlichen hat so einen Stab dabei. Und trägt so eine leuchtende Kette um den Hals. Und naja, ich finde es aber trotzdem cool, dass die vorkommen. Ich fand die Fanguinen schon immer toll. Und der Kraken Time ist immer noch mein liebstes Spiel. Wobei das hier ja auch relativ weit vorne jetzt steht, würde ich mal sagen. Weil so habe ich mir den ersten Teil eigentlich ja schon immer gewünscht. Und damit meine ich jetzt wirklich diese Art von Remake. Jetzt nicht das PS3 Remaster dafür, für die PS3 eben. Wo einfach nur die Texturen ein bisschen angepasst worden sind an die hohe Auflösung und sonst war es ja noch ziemlich ähnlich. Aber das ist ja... Seht euch an, wie weit man hier gucken kann, die ganze Insel da drum. Es ist so wunderschön. Wenn diese Hydroretter nicht wären, würde ich hier glatt Urlaub machen. Wenn es den Planeten in echt gäbe, dann würde ich hinfliegen. Auf jeden Fall. Langsam bin ich diese Blag wirklich leid. Die sind doch glatt aufgetaucht, als ich gerade in einem Forum über die Schwächen von Holofilmen nach Comicvorlage reden wollte. Alle wichtigen Blogger waren da. Ich, Stuart Zergo, Obsidia van Schmoot. Van Schmoot war da? Wirklich? Ich liebe sie. Sie hasst alles. Kein Holofilm, Spiel oder Online-Produkt, das sie zum Start nicht mit ihren Kommentaren zerrissen hätte. Solche Kritiken erfordern echtes Talent. Wir haben das Ziel erreicht. Fand ich jetzt gerade aber voll cool, dass sie Stuart Zuger erwähnt haben. Das ist ja der Hauptbösewicht in Q-Force. War früher mal ein Quark-Fanboy. Trifft man in Ratchet & Clank 2 das erste Mal. Und bitte. Also gut, öffnen wir die Haube und verpassen dir das Waffensystem. Die Waffensoftware wird neu installiert. System wird neu gestartet. Fertig. Tesla-Schub-Waffenset erkannt. Erfolgreiche Jagd. Worauf wartest du? Schalte diese Hydroernte aus! Denk dran, normale Munition kann den Hydroernter nichts anhaben. Feuere die Tesla-Raketen auf sie ab. Schieß die Plag-Untertassen ab. Sie hinterlassen Munition und Gesundheit. Ich glaube, diese Waffen können nicht viel ausrichten. Wir müssen die Tesla-Raketen nehmen. Es klappt! Guter Schuss! Ziel zerstört. Okay. Diese Untertassen greifen gleich an. Mach eine Fassrolle! Gegner!
Einer von den Schutztruppen ist auf Pokitaru. Er schaltet unsere Hydroernte aus. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich will dieses Wasser. Versagen ausgeschlossen. Vernichtet den Kerl von den galaktischen Schutztruppen. Sonst ist das erste Grab auf unserem neuen Planeten deins. Ja, Vorsitzender. Ja, nur noch ein Hydroernte übrig. Das waren alle. Ja, ihr zwei habt das Resort gerettet. Und den Planeten noch dazu. Ist doch nichts dabei. Das war unglaublich. Also, falls ihr beiden noch Aufrüstungen braucht, fragt mich. Wie wär's mit einem neuen Düsenpack? Ich habe gestern Abend die Holopläne heruntergeladen. Wirklich spitze. Das klingt tatsächlich sehr gut. Avionik-Anschluss rekalibrieren. Software aktualisieren. Aktualisieren. Noch immer aktualisieren. Und tada! Jetzt ist alles bereit. Eigentlich braucht ihr eine B-Klasse-Lizenz, um so eine Schönheit bedienen zu dürfen. Aber was soll's? Ihr gehört zu den galaktischen Schutztruppen. Damit solltest du an diese Pumpstationen rankommen. Okay, vielen, vielen Dank. Aber wir haben doch eigentlich schon ein Düsenpack, aber das ist jetzt ein anderes Düsenpack. Also nicht das, was wir auf Gaspar haben, sondern das müssen wir doch jetzt eigentlich hier unter den Apparaten finden, oder? So, Grindschuhe. Ratchet hier so, ne? Wenn Ratchet diese Schuhe trägt, kann er auf Grindschuhen gleiten. Magnetstiefel, Hydropack, Helipack, Düsenpack. Diese Roboter-Aufrüstung gewährt Ratchet und Clank nicht nur kurze Hochgeschwindigkeitsschübe, sondern möglich, das Ratchet aus einem Düsenturbine anzukurbeln. Aha. Also eine Blödsinn, Düsenpack, das andere ist ja das Jetpack. Ja, dürfen wir nicht ver... Ja, dieser Gesichtsausdruck. Das eine ist ja das Jetpack und das ist das Düsenpack. Merkwürdig. Aber wir hatten noch vorhin Düsenpack? Jetpack. Naja, was auch immer. Super Klängeschalöten, das ist... Ja, warum hat er dann... Eigenartig, wir haben ja ein Jetpack bekommen, gar kein Düsenpack. Dann war das nie das X-81 Düsenpack, was wir bekommen haben. Irgendwie eigenartig. Was soll's? Sicherheitssperre deaktiviert. Vielleicht finden wir jetzt einen Weg in die Pumpstation. Voll geil! So, das steht ja auch noch auf der Karte, ne? Optional befreie die Pumpstation von einer Marine und optional finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Ach du meine Güte, dort hinten, okay. Und irgendwo hier oben oder so, keine Ahnung. So, komm, kann ich da jetzt eigentlich... Da schwimmen aber diese Fische rum, wie soll ich denn da... Okay, das geht, glaube ich, eher von da drüben, hä? Wie soll ich denn hier gefahrlos ins Wasser? Da sind ja lauter Fische. Das ist wohl eher nicht so cool. Nee, hast du nicht. So, du Typi, mit dir kann ich scheinbar nicht mehr reden, ist alles klar. Es war ja eigentlich voll leicht, die Hydroernte zu zerstören. Es waren nur drei, die wir kaputt machen mussten. Gut, ich meine, wir haben ja das Hydropack, aber wieso haben wir immer noch keine Sauerstoffmaske? Vielleicht finden wir die ja da drin. So, Plagpunktstation und Sü. Schön rein teleportiert. Ah, Yuva Resort. Na, von da kommen wir ja gerade. Wow, oh, das riecht ja fürchterlich. Wie fauliger Amöboidenschleim. Ich wette, dass die Blag hier drin was Nettes verstecken. Davon ist mal auszugehen. So. Aber wie mache ich das hier jetzt eigentlich? So, hier... Unter Wasser? Seltsam. Ach so, hier ist was für den Dietrich, aber wie soll ich hier... Moment mal. Ah! So, du ekliges, schlämmiges Schwabbelwabbel. So, wenigstens macht mein Omnischlüssel ja 100% mehr Schaden. Oh, jetzt habe ich fast genug Erfahrungspunkte, dass ich endlich 70 Einheiten Nanotech habe. Damit wird es dann wieder ein bisschen leichter, vor allem nicht so schnell zu verrecken. Wir brauchen mal wieder unseren coolen Hydrobeamer.
Den haben wir ja schon lange nicht mehr gebraucht. So, und hier jetzt wieder den Dietrich. Mal sehen, wie schwer das Rätsel wieder ist. So, aha. Da muss ich... Ach du meine Güte, 4? So Dinge muss ich hier treffen? Alles klar. Gut, das kann man deaktivieren oder auch nicht. Also das muss man sogar irgendwie, oder was? Okay, so. So. Aha, warte mal, die sind an. Der ist auch an. Also, Moment. Wenn ich den hier... Ich muss den mittleren anders drehen. Sonst geht das nicht. Warte mal. Wo könnte der drauf? Der könnte eigentlich hier hin. Perfekt. Tür ist offen. Alter, was hüpft denn da rum? Was bist du denn? Auf jeden Fall ziemlich eklig, also stirbst du. Ja, schon besser. Das ist ja wirklich alles voll mit diesem ekligen Schleim hier. So, wir können aber sogar... Genau, wir können dasselbe mit dem Helipack auch mit dem Düsenpack machen, aber ich komme jetzt hier nicht hoch. Vielleicht sollten wir diesen Hydrobeamer nutzen. Ich muss das Wasser wieder reinlassen. Ich muss erstmal wieder durchschwimmen. Aber okay, gut, dann wenigstens das Rätsel von selber gelöst, ist immer gut. Aber schön, dass es hier für die, die das jetzt nicht so gut können, auch noch so ein Auto-Hack gibt, weil so eine Funktion gab es früher nämlich nicht. Kann ich mich nicht erinnern, dass das möglich war. So, wieder reinfüllen. Also im Original hat man hier, wie gesagt, wirklich so eine Sauerstoffmaske gefunden, dass man auch unter Wasser atmen kann. Also vielleicht bekommen wir die hier sogar. Das wäre cool. Weil ständig die Luft anhalten zu müssen, ist eh blöd. Also vielleicht finden wir hier noch sowas. Gut, Plagalarm. Na toll, noch mehr von denen. Du bist noch nicht erledigt. Meister Zuckern hat vor, das zu korrigieren. So, neue Karte verfügbar. Sind das jetzt mal alle? Oh, so, das waren jetzt die letzten Amiibuinen. Die sind ja so eklig schleimig. So, mal kurz Karte checken. Kartensammlung. Paket öffnen. Ah, beschauliche Kanalisation. Also wieder ein neuer Ort auf Poketaro, ne? Da wo wir eh gerade sind. Auf Poketaro ist sogar die Kanalisation schön. Ja, vielleicht riecht es halt etwas seltsam, aber das kann man getrost auf dem Amiboiden schieben. Diese Dinge verweigern sich einer anständigen Hygiene. Ja, das ist wohl wahr. Also das macht auch Spaß, wenn hier im Kreis fährt, das... Ach so, okay, die fahren sich immer wieder mal ein und aus. Jetzt dachte ich schon, die gehen gleich sofort wieder zurück, wenn ich zu langsam bin. Dann ist ja okay. So, jetzt habe ich endlich mal 70 Nanotech. Ich habe die Meldung jetzt gerade überlesen. Jetzt habe ich endlich 70 Einheiten. Können wir noch ein bisschen länger am Leben bleiben. Aber teilweise ist das übel, wenn dir ein Gegner mit einem Schuss schon über 10 Einheiten abzieht, ist das übel. So, noch ein Dietrich-Rätsel. Das heißt drum... Ah, Moment. Ja, ihr habt geklappt, ich sehe das jetzt nicht, gell?
Habe ich noch gesehen? Angela Cross! Wie geil, Leute! Von der gibt's auch eine Sammelkarte. Wie geil ist das denn bitte? Seht euch das an, da ist sie. Angela Cross. Angela Cross wird auch der unbekannte Dieb genannt und ist eine ehemalige Megacorp-Genforscherin. Sie hat geholfen, das Protopad zu entwickeln. Sie wurde jedoch gefeuert, als sie sich beim Management darüber beschwert hat, dass es nicht zu kontrollieren sei. Letztendlich hat sie sich Ratchet & Clank angeschlossen, um das Universum vor Megacorps Plänen zu schützen, die Protopads in Massenproduktion herzustellen. Heimatwelt Grellbin, Job-Genforscher und erster Auftritt Ratchet & Clank 2. Und ist auch leider nie wieder vorgekommen, was ich sehr schade finde, weil sie ist ja der einzige uns bekannte weibliche Lombax. So, ich habe ja Duplikate. Mensch, ich muss mal doppelte Karten tauschen. Der Satz ist vollständig. Cool. Großartig. Du hast gerade einen Kartensatz vervollständigt. Achso, da brauche ich wieder 5. Okay, okay. So, warte mal, wo waren das jetzt hier? Jetzt habe ich hier gerade... Da, Talvin Apogee gibt's auch als Karte, super. Die zähe, furchtlose Markasianerin Talvin ist die Tochter des berühmten Entdeckers Max Apogee. Gehört zu den wenigen, die Lombax-Sprache tatsächlich lesen können. Heimatwelt Markasia, Job Abenteurerin, der erste auf der Ratchet & Clank Tools of Destruction. Bonus für vollständigen Satz, die Anzahl der Bolts, die du verdienst, erhöht sich um 5%. Cool. Auch nicht schlecht. So, der Satz ist jetzt auch vollständig, weil ich noch Söldnerlein und Grün habe. Zwei fähige Kampfbots, die Ratchet geholfen haben, als er Teilnehmer bei Dreadzone war. Danach übernahm sie die Leitung des Ratchet Fanclubs. Und hier auch nochmal 5% für den vollständigen Satz. Voll cool, ne? Söldnerlein und Grün. Ja, und hier im Talvin Apogee, die das letzte Mal in Ratchet & Clank Nexus vorkam. Und, naja. Noch gibt's ja leider kein... Na, ihr wisst schon, es gibt leider noch keinen direkten Nachfolger von Nexus, weil das hier wieder ganz am Anfang spielt. Aber sei es drum so, was ist das jetzt hier wieder? Ach du Scheiße, sind es hier schon 5 Ziele, die ich hier erwischen muss? Es wird ja immer schlimmer, statt besser. Warte mal. Stimmt ja, das stimmt ja so auch nicht. Das ist jetzt hier ein bisschen... das ist ein bisschen tricky jetzt gerade. Wartet mal. Wie mache ich denn das jetzt? Es ist immer die Frage, wohin richtest du den Laser am besten aus? So. Nee, warte mal, der muss aber noch wo... Achso, warte mal, fast hätte ich's. Verdammt nochmal, fast hätte ich's gehabt. Oh Mann, scheiß drauf, Autohack. Leck mich doch am Arsch. So, drauf geschissen. Und so konnten unsere Helden das verwirrendste Rätsel der Galaxie umgehen. So, nö, sorry, das war mir jetzt zu blöd. Ich kann sowas auch nicht immer. Ist mir doch jetzt scheißegal, ich brauche auch hier keine extra Trophäen für irgendwelche komischen Rätsel oder so, mir hat das eh noch nie interessiert. Nee, das war mir jetzt echt zu blöd, ich habe für sowas keine Geduld. Ich will jetzt dann auch gleich wieder den Part beenden, aber ich will noch wissen, was es hier gibt. Nähern sich weitere Amöboiden. So, das waren alle. Also, was
bekomme ich jetzt hier eigentlich? Was ist meine Belohnung? Ist es tatsächlich eine Sauerstoffmaske oder ist es was komplett anderes? Oder ist es einfach nur Geld oder ist es Goldbolt? Oder irgendwas muss doch hier sein. Eine Sauerstoffmaske. Jetzt kann ich endlich unter Wasser atmen. Habe ich ja doch recht gehabt. Es ist eine Sauerstoffmaske. Das hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Und bitte zurück zum Yuva Resort, bitte schön. Richtig geil. Endlich. Endlich können wir unendlich lang unter Wasser bleiben. Ich habe es mir schon gedacht, weil im Original hat man hier ebenfalls eine Sauerstoffmaske bekommen. Allerdings war da noch irgend so ein komischer Wissenschaftler drin, der das einem gegeben hat, so. Und hier ist doch garantiert irgendwo im Meer, ist garantiert irgendwo ein Goldbolt, wie das jetzt aussieht. Hier ist garantiert irgendwo ein Goldbolt versteckt, das würde sich einfach so super anbieten, ich habe noch gar keinen gefunden. Die große Frage ist, wo wäre der? Wo wäre hier ein Goldbolt? Ich meine, der Ozean ist ja hier verdammt groß. Aber... ich habe im Moment leider keine Ahnung, wo ich hier was finden könnte. Vielleicht doch hier relativ weit unten in so einem Graben oder so in so einem Meeresgraben. Keine Ahnung. Aber finde ich jetzt cool. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen. Ganz schön lange hat das gedauert, ne? Aber naja, wenn man halt erst zu spät nach Poketaro kommt. Aber ich finde, es ist dann doch irgendwie besser gewesen, dass ich zuerst hier hin bin. Nach Poketaro und... wow, Instant Kill. Okay, diese scheißverdammten Kackfische sind dann doch ziemlich tödlich. Wenn die mich erwischen, bin ich sofort tot. Missgeburt, ich hasse dich. So, das muss mal gesagt werden. So, kann ich hier eigentlich aus der Leiter? Kann ich hier raus? Oder? Ja, kann ich. Zum Glück. Puh, okay. Es ist trotz alledem, obwohl wir jetzt atmen können, immer noch sehr gefährlich, unter Wasser sich fortzubewegen. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... ja doch, da steht ja immer noch Option, finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Wie soll ich das denn machen? Da muss es irgendwo noch... irgendwo muss es dann noch hingehen. Also Leute, ich werde jetzt den Part beenden. Und im nächsten schaue ich mich dann hier noch ein bisschen um auf Poketaro, ob ich da wirklich einen Weg finde, zu dem Wasserfall raufzukommen. Weil das muss ja irgendwie gehen. Da ist dann garantiert fix noch ein Goldbolt versteckt. Ich habe alles Mögliche, um Helden noch heldenhafter zu machen. Sieh dich um. So. Alter, ich brauche noch drei oder vier, ne, vier Stück. Ich brauche das alles, brauche ich immer noch Raritanium. Ja, ich hätte ganz gerne wirklich die geheimnisvolle Aufrüstung für den Aggressor. Das würde mich echt interessieren, was ich damit dann machen kann. Vielleicht kriege ich da dann mehr Munition oder keine Ahnung. Irgendwas wird das sicher ganz cool sein. Jetzt habe ich wieder über 24.000 Bolts. Also, im nächsten Part geht es dann auch ein bisschen weiter auf Poketaro. Und hoffentlich finde ich dann noch den einen oder anderen Gold Bowl. Wenigstens können wir jetzt endlich mal unter Wasser atmen. Das ist auf so einem Planeten natürlich super praktisch. Und eventuell ist es ja sogar wichtig für Quatu. Obwohl, weil das hätte auch nicht sein müssen, weil der war in der Reihenfolge war der ja vorher dran. Eigentlich, ne? Also in der Liste der Planeten kommt Quatu sogar noch vor Poketaro. Ich habe mir gedacht, ich wollte einfach mal hierher, weil hier sitzt jetzt... jetzt sieht es doch hier wieder schön aus, ne? Bis auf die paar... fliegenden Viecher da oben oder den Stachelfischen, aber sonst wenigstens diese Hydroernte jetzt weg. Also, bis zum nächsten Mal auf Poketaro mit Ratchet und Clank. Ciao, Leute!